Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Fernseher bis 400 Euro vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Beim Samsung GU43CU7179 handelt es sich um einen 43 Zoll Crystal UHD 4K Smart TV, der mit seiner Pure Color Technologie lebensechte Farben verspricht, die den Zuschauer in ihren Bann ziehen. Ausgestattet mit dem Crystal Prozessor 4K bietet er kraftvolles 4K Upscaling, um Farbnuancen fast so darzustellen, wie sie in der Realität sind. Dank der Motion Accelerator Technologie kannst du flüssige Bewegungen und ein klares Bild erleben, was besonders bei schnellen Action-Szenen oder beim Sportgucken von Vorteil ist. Objektive Nachteile des Modells sind schwer auszumachen, ohne zu vergessen, dass bei Produkten dieser Preisklasse und Größe gewisse Premium-Features wie etwa höhere Bildwiederholraten oder fortschrittlichere Bildverbesserungstechnologien, die in teureren Modellen zu finden sind, fehlen könnten. Im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenzprodukten hebt sich das Modell durch den Samsung Smart Hub und Gaming Hub ab, der alle Lieblings-Smart-TV- und Gaming-Apps an einem Ort vereint. Diese Integration bietet eine nahtlose Benutzererfahrung und macht den Wechsel zwischen verschiedenen Inhalten und Spielen einfacher. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Object Tracking Sound Light Technologie, die einen virtuellen Sound erzeugt, der den Bewegungen auf dem Bildschirm folgen kann, für eine immersivere Audioerfahrung. Fazit: Der Samsung ist perfekt für dich, wenn du auf der Suche nach einem Smart TV mit ausgezeichneter Bildqualität und umfassender Konnektivität bist, ohne das Budget für ein High-End-Modell zu sprengen. Er eignet sich hervorragend für den alltäglichen Gebrauch, sei es für das Streamen von Filmen, das Spielen von Videospielen oder einfach zum Fernsehen. Mit seiner Mischung aus Performance, Qualität und Preis bietet er ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für Haushalte, die ein Upgrade auf 4K erleben möchten, ohne dabei allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche, schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Hisense 43E7KQ ist ein 43 Zoll 4K UHD Smart TV, der mit seiner Quantum Dot Color Technologie beeindruckende Farben und eine verbesserte Bildqualität verspricht. Mit dem integrierten VIDAR U6.0 Betriebssystem hast du schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Streamingdiensten, darunter Netflix, YouTube, Prime Video und mehr. Die Unterstützung für Dolby Vision, HDR10, HLG und HDR10 Plus gewährleistet ein beeindruckendes HDR-Erlebnis mit verbessertem Kontrast und erweiterten Farbräumen. Nachteile dieses Modells könnten für manche Nutzer in der maximalen Helligkeit von 250 CD pro Quadratmeter liegen, die in sehr hell beleuchteten Räumen oder bei direkter Sonneneinstrahlung als nicht ausreichend empfunden werden könnte. Zudem bietet das VA-Panel zwar exzellente Kontraste und tiefe Schwarzwerte, kann aber in puncto Blickwinkelstabilität hinter IPS-Panels zurückbleiben. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten sticht der Hisense durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Er bietet viele der High-End-Features, die man von teureren Marken kennt, zu einem weitaus günstigeren Preis. Die Kombination aus 4K-Auflösung, Quantum Dot Color und umfassenden HDR-Unterstützungen ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich. Fazit: Das Modell ist ideal für alle, die einen preiswerten, aber leistungsstarken Smart TV suchen. Er ist perfekt für das Heimkinoerlebnis mit beeindruckender Bildqualität geeignet und dank seines umfangreichen App-Angebots vielseitig einsetzbar. Obwohl es ein paar Kompromisse bei der maximalen Bildhelligkeit und den Blickwinkeln gibt, liefert er insgesamt ein ausgezeichnetes Seherlebnis für Filme, Serien und Gaming. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Philips 43 PUS8108 ist ein 43 Zoll 4K LED Ambilight TV, der ein beeindruckendes Seherlebnis bietet, insbesondere durch seine Ambilight-Technologie, die für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt und das Fernseherlebnis auf ein neues Level hebt. Der Fernseher unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie HDR10, HLG, HDR10 Plus und Dolby Vision, wodurch du ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben genießen kannst. Nachteile könnten für einige Nutzer in der Energieeffizienzklasse F liegen, die im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt höheren Energieverbrauch bedeutet. Auch könnte die Wahl der Anschlüsse je nach individuellen Bedürfnissen als limitierend empfunden werden. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten zeichnet sich der Philips vor allem durch die Ambilight-Technologie aus, die ein immersives Erlebnis schafft, indem sie die Wand hinter dem Fernseher beleuchtet. Zudem bietet er dank Dolby Vision und Dolby Atmos ein kinoreifes Bild- und Klangerlebnis. Fazit: Das Modell eignet sich hervorragend für alle, die ein intensives und immersives Fernseherlebnis suchen. Die Ambilight-Technologie, kombiniert mit der Unterstützung für diverse HDR-Formate und Dolby Atmos Sound, macht diesen Fernseher zu einer ausgezeichneten Wahl für Film- und Serienliebhaber sowie Gaming-Enthusiasten. Trotz der Energieeffizienzklasse F bietet der Fernseher ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung und Energieverbrauch.
Der nächste in meiner Rangliste ist der 43-Zoll-Fernseher von LG aus der UR80-Serie. Mit einem IPS-Panel und Direct-LED-Beleuchtung bietet dieser Fernseher eine hervorragende Bildqualität mit lebendigen Farben und klaren Bildern. Unterstützt durch den Alpha 5 Gen 6 AI-Prozessor liefert er eine beeindruckende Bildverbesserung und Upscaling-Funktionen. Das Gerät läuft auf dem benutzerfreundlichen Betriebssystem webOS 23, das Zugang zu einer Vielzahl von Apps und Streaming-Diensten bietet. Trotz seiner Positionierung im Einstiegssegment enttäuscht der UR80 nicht in Bezug auf die Bildqualität. Allerdings sind die Einschränkungen wie eine relativ niedrige Spitzenhelligkeit, die nicht über 300 Nits hinausgeht, und eine Bildwiederholrate von 50 Hertz zu beachten. Diese Spezifikationen deuten darauf hin, dass es sich um einen Fernseher der Einstiegsklasse handelt. Er ist jedoch mit webOS 23 ausgestattet, das eine vollständige Palette an intelligenten Funktionen bietet. In Bezug auf die Bildqualität ist die direkte LED-Hintergrundbeleuchtung hinter einem ADS-Panel platziert, was zu einer geringeren Ausgangshelligkeit und einem geringeren Kontrast führt. Dies kann dazu führen, dass Schwarz mehr grau als wirklich schwarz erscheint, besonders in einem dunklen Raum. Für ein Heimkino ist der UR80 daher weniger ideal. Die Unterstützung für HDR ist auf HDR10 und HLG beschränkt, ohne Kompatibilität mit Dolby Vision oder HDR10+. Fazit: Der LG UR80 ist eine solide Wahl für alltäglichen Gebrauch und Gaming mit einer guten Balance aus Bildqualität, Smart-Funktionen und erschwinglichem Preis. Während er in Sachen Helligkeit und Kontrast nicht mit höherpreisigen Modellen mithalten kann, bietet er dennoch ein ansprechendes Seherlebnis für die meisten Inhalte und eine benutzerfreundliche Smart-TV-Plattform. Der Toshiba UV23 Series vereint elegantes Design mit modernster Technologie und bietet ein außergewöhnliches Fernseherlebnis. Die Kombination aus 4K UHD-Auflösung, Dolby Vision HDR, True Resolution und Micro-Dimming liefert gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder, die jedes Detail zum Leben erwecken. Das VIDAA-Betriebssystem sorgt für eine intuitive Bedienung und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen und Streaming-Diensten. Der integrierte Triple-Tuner DVB-C T2S2 ermöglicht den Empfang von Fernsehprogrammen über Satellit, Kabel oder Antenne direkt auf dem Fernseher, ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Empfangsgeräte. Die Downfiring-Lautsprecher mit 20 Watt RMS bieten ein kraftvolles Klangerlebnis, das das Heimkino-Feeling abrundet. Mit Unterstützung für Alexa und Google Assistant lässt sich der Fernseher bequem per Sprachbefehl steuern, was eine zusätzliche Ebene der Benutzerfreundlichkeit bietet. Die umfangreiche Auswahl an Anschlüssen, einschließlich 3x HDMI und 2x USB, stellt sicher, dass alle Ihre Geräte problemlos verbunden werden können. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!